Moinsen Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind hier an der Südmine auf dem Vulkan Eldin angekommen. Und erstmal Hut ab ans Spiel, der Effekt der Brandschutzes bleibt sogar dann, wenn man das Spiel gespeichert und beendet und dann wieder neu startet. Echt gut gemacht auf jeden Fall, ich habe da irgendwie erwartet, dass es dann weg ist, tatsächlich. Aber der Effekt bleibt, das kann ich euch schon mal versichern. So, ich muss jetzt erstmal warten bis morgens, bis die Typen alle hier wach sind irgendwie. Ah, ist ja morgens, warte mal, bis mittags dann. Dann bis mittags. War ja schon 7 Uhr durch. Oh, und es war Blutmond auch noch, ey. Da musst du auch mal wieder kommen langsam. Die Nacht des Blutmondes ist erneut. Ja, ist gut, gekommen. Zelda, ist gut, ist gut, ist gut, Mädel. Musst du mir nicht mehr erzählen, wissen wir. So, die schlafen jetzt natürlich immer noch da hinten. Ja, dann machen wir bis mittags. Das war jetzt blöd von mir, ich habe nicht auf die Uhrzeit geguckt. 5 Uhr morgens ist es dann, wenn man bis morgens wartet, okay. So, und jetzt scheinen die doch hier alle wach zu sein, oder? Ja, haha. Hey, der wollte erstmal weg, der Kleine. Hm, guten Tag. Ein Hylianer. Das geht nicht. Warum nicht? Aber, in Goronia regnet es. Es regnet Lavabrocken. Echt? Was? Ja, Hylianer sollten besser weggehen. Hör auf die Erwachsenen. Sagt mein Papa immer. Auf mich hört ja eh keiner. Was mit dir, Kleiner? Hör mal zu. Ja, was denn? Warum beklagt sich gerade andauernd? Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Warum? Warum weißt du das nicht? Wenn du erwachsen bist, dann kann man ja wohl verlangen, dass du Bescheid weißt. Ja, welchen Typen noch nicht kenne, hä? Was ist mit dem hier, Chef? Wacht auch mal auf Borin. Ja, der scheint irgendwie dauerhaft zu können, kann es sein. Was ist denn jetzt mit euch? Ihr habt jetzt mal hier... Bruder! Je mehr wir graben, desto mehr Rubine gibt es. Also los, keine Müdigkeit vorschützen. Ups. Das geht dich hier eigentlich gar nichts an. Ja, wer bist du denn? Wer bist du denn? Ich? Ich bin hier der Vorbereiter. Achso, das weiß ich doch schon, oder? Tschüss. Achso mal, das gerade. Was ist? Nichts. Hey, hier muss doch mal wer sein, mit dem ich quatschen kann. Django. Boah, du hast mich erschreckt. Was gibt es denn? Ja, wer bist du denn hier? Ich, Django, ja, den hab ich auch schon angelabert. Warte bis abends, ach so. Hat der mir letztes Mal bestimmt schon gesagt, ich hab's nur wieder vergessen. Sind die also nachtaktiv oder was? Ja, wobei kann ja nicht so wichtig sein. Aber wenn ja eine Dicke da jetzt wach ist, dann umso besser. Ach so, guck mal jetzt. Ach so, die haben jetzt Pause, Feierabend. Deswegen oder was? Das ist der hier wach. Ach, das ist der Alte auch noch. Puh. Weißt du, wie spät es ist? Wer bist du? Ich bin Reisender. Lüg mich nicht an. In meinem Alter weiß man, was man vor Augen hat. Ja, ja. Na gut, dann sag ich dir die Wahrheit, Kollege. Ist schon gut. Ja, ja. Du machst einen anständigen Eindruck auf mich. Ja, ja. In meinem Alter hat man einen Blick für so etwas. Du hast irgendetwas Besonderes. Ja, ja. Gut, also, willst du etwas fragen? Was ist das hier? Man sieht es ja. Eine Mine. Vom Verkauf des Erzes, das wir hier ausgraben, profitiert unsere Stadt, Goronia. Bis vor kurzem haben wir näher am Todesberggipfel gegraben. Ah, diese Monster-Echse hat uns hierhin vertrieben. Ja, ja. Sollst du was fragen? Goronia, genau. Goronia ist da drüben. Ja, ja. Aber lass dich unterwegs nicht von den Lavabrocken erschlagen. Na, schön, das kommt auch noch alles. Jetzt wurde das eben auch schon sagte, der eine. Und wer bist du? Borin, ich komme aus Goronia. Ja, ja. Ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, aber zum alten Geröll gehöre ich noch nicht. Ja, ja. Ne, ich will nichts mehr fragen, danke, reicht jetzt mal auch. Aber hier muss doch einer eine Nebenaufgabe für mich haben. Ist das der hier vielleicht? Ach, der, okay. Oh, der Hylianer hier. Ah, du kommst gerade richtig. Ich bin gerade auf dem Heimweg von Goronia, aber ich habe vergessen, Mitbringsel zu kaufen. Eigentlich wollte ich ja ein paar von diesen Löschechsen vom Todesberg fangen, aber die sind mir zu flink. Kannst du vielleicht welche für mich fangen? Für 10 Löschechsen werde ich dir eine Antifeuerrüstung geben. Was sagst du? Bringst du mir diese Löschechsen? Ja, klar doch. Oh, das ist gut. Wie gesagt, ich hätte also gern 10 Löschechsen. Die müssten hier in der Nähe zu finden sein. 10 Stück. Okay, warte, stopp. Direkt umstellen hier. Die habe ich ja fotografiert. Wo sind sie denn hier? Hier bestimmt irgendwo bei. Wartet mal. Ausdauerbarsch. Hab ich hier schon übersehen? Ne, da ist ja doch die Löschechse.
Nee, suchen. Doch, suchen bitte. So. Ich hatte 3, ne? Meine ich. Wo waren sie denn? Da. 4, okay, ich hatte schon 4. Dann fehlen ja nur noch 6. Ich werde auf jeden Fall noch meine dritte Brandschutzmedizin brauchen. Ah, hier sind doch 2 direkt. Perfekt. Dann habe ich schon mal 6. Wenn ich die beide kriege, heißt das, wenn ich... Die eine rennt wahrscheinlich jetzt gleich eh weg, wenn ich die andere sammle. Langsamer, Link. Langsamer. So, perfekt beide gekriegt. Wo ist die nächste hier? Da, in die Richtung. Da oben, da hängt, da sitzt sie doch, auf dem Felsen hier. Vielleicht schaffe ich das auch noch, bevor der Effekt danach lässt, aber wir finden ja jetzt noch 3. Ist hier die nächste? Ja, wo soll ich denn hin? Doch da hoch. Ach, da sitzt du doch. 40 Sekunden noch. Ist sie da hier hin? Okay, die sitzt wahrscheinlich ganz da hinten irgendwo. Wartet mal. Der macht sich hier gemütlich, okay. Was ist er denn? Da. Da irgendwo. Da sitzt er, ich sehe sie. 10 Sekunden, oh ja, ich werde die letzte auch noch schlucken, ist egal. Ich weiß ja, wie ich die herstellen kann. Sturm ist bereit. Ist in Ordnung, Rivali, die brauche ich jetzt aber gerade nicht. Ja, und direkt ist es am Brennen hier wieder. Ich möchte nicht herausfinden, was mit Link passiert. Auch wenn ich geil finde, wie er gerade guckt. Guck ich mal das zusammengekniffene Auge an. Oder das Gesicht. Nicht schlecht. Ich will aber nicht wissen, was mit Link passiert. Wenn ich das jetzt nicht trinke. Ich brauchte ja dafür, glaube ich, 2 Löschechsen und noch so ein Monsterhauer oder so ein Horn. Ich kann mir eigentlich auch da 2 Löschechsen mehr direkt fangen. Da kann ich mir ja neue. Da sitzt eine. Da kann ich mir ja neue herstellen. Neue Medizin, obwohl ich die dann auch nicht mehr so wirklich brauche. Ich muss nur daran denken. Also der Helm, den er da hat, oder die das Rüstungsteil, das wird nicht reichen für den Vulkan. Oder für den Titan. Das weiß ich noch. Da hinten sitzt noch eine, ne? Die spawnen hier immer schön neu, das finde ich gut. Ist jetzt hier die nächste Echse? Wartet mal. Da ist eine, oder? Ja. Perfekt. Habe ich dann wieder 2? Ich glaube schon, ne? Ach, ich habe 13 sogar schon. Okay, das reicht ja für dicke. Auf jeden Fall werde ich mich noch ein bisschen vorbereiten, ein bisschen in Goronia. Aber erstmal bräuchte ich hier den Helm von ihm. Gib's mir schnell, dann bekommst du die Anti-Feuer-Rüstung, oder die Rüstung halt. Sehr gut, danke. Dann ist das hier für dich. Die Anti-Feuer-Rüstung. Eine von Goron für Besucher hergestellte feuerfeste Rüstung aus Stein. Was ist? Nein, den Helm kann ich dir nicht geben, der war unglaublich teuer. Wenn du auch einen willst, musst du ihn dir in Goronia kaufen. Goronia ist die 5. Etappe von hier, wenn du in die nördliche Richtung gehst. Ach ja. Wenn du mir noch mehr Löschechsen bringst, gebe ich dir für jeweils 3 Stück 20 Rubine. Man kann hier genug Mitbringsel haben. Außerdem lässt sich aus Löschechsen und Monsterzutaten überaus hilfreiche Brandschutzmedizin machen. Ja, die gebe ich dir bestimmt nicht, du Arsch. Ich glaube, da kriege ich aber mehr, wenn ich die Medizin herstelle und die dann verkaufe. Ich will immer direkt herausfinden, wie das jetzt nochmal genau ging. 2 davon auf jeden Fall und ich nehme jetzt hier so ein Bockblindhorn. Kochen, auf geht's. Genau so ging die, genau die auf dem gleichen Level, den ich gerade eben hatte. Füllt zwar kein Herzen auf, aber macht ja nichts. Dann habe ich das Rezept noch, wisst ihr. Ich habe noch den Steinspalter hier drauf, perfekt. Kann ich hier nämlich auch noch ein bisschen weghacken. Denn die Edelsteine werde ich noch schön verkaufen können in Goronia. Irgendwann. Ich glaube aber auch erst nach dem Titan. Ach, da war... Alter, hier sind richtig viele Echsen. Guckt euch das mal an. Die sammle ich jetzt auch noch. Einfach, weil ich Spaß dran habe. 1, 2,
So, da haben wir noch eine. Drei, danke. Gut, hier gibt es jetzt nicht so geile Sachen. Ich stehe aber den Sensor wieder auf Schreine um. Sonst nerven die Viecher mich hier dauerhaft hier. War hier oben noch vielleicht was? Nee. Ich sollte mal die Rüstung auch anziehen, ne? Wäre vielleicht mal besser. So, jetzt im Grund habe ich jetzt immer Brandschutz. Das brauche ich den Saft nicht mehr, den Trank. Das ist das Geile an der Rüstung. Da kann ich mich direkt mal umziehen, damit das hier besser ist. Hier stimmiger, so zack. Sieht doch viel besser aus schon. Und wir gehen jetzt weiter nach Goronia, würde ich sagen. Ich wollte eigentlich nur die Rüstung noch haben und mehr wollte ich gar nicht hier machen. Man kann hier so ein bisschen nach oben fliegen. Ist da wieder so ein Wächter, der gleich aufwacht oder was? Das ist ein Monsterlager, wie es aussieht. Okay, der wacht nicht auf. Ich habe mich auch gewundert, wenn doch. So, wir haben da ein Moblin-Paar. Einer ist noch wach. Ein Exafoss hier unten, okay. Ah, toll, blödes Arschloch. So, und Holzpfeile, die fangen einfach an zu brennen. Hab ich jetzt noch Bock, die da anzugreifen? Irgendwie nicht so wirklich. Ich komm später nochmal. Ich hole mir so die Kiste, wenn das geht. Hier haben wir, glaube ich, keine Kiste wieder. Ey. Hoch mit dem Segel, danke. Und hier so, einfach so eine Kiste stehen wieder. Ich glaube schon drei Kisten, drei Stück sogar, oder? Erstmal so plündern. Topaz, ein Edelstein, sehr wertvoll sogar. Ein Ritterschild. Den ich aber nicht mitnehmen kann, den nehme ich aber mit. Da kommt irgendwas anderes jetzt hier weg, hier der... Der Groschenschild, tschüss. Der ist nämlich, glaube ich, ein bisschen besser, der Ritterschild. Die kommen, glaube ich, wieder hochgerannt gerade, aber bis die wieder hier oben sind, bin ich schon wieder weg. Den Steinspalter nehme ich aber auch mit. Aber was lasse ich hier, ist die Frage. Boah, den Blitzstab oder einfach hier so eine Klinge? Ich weiß es nicht, ich bin echt gerade ein bisschen überfragt. Ach komm, ich lasse den Blitzstab hier. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt unbedingt brauche in nächster Zeit. Ich weiß ja, wo ich die herkriege von so Pyromagie. Noch ein Foto schnell machen, dann halt kann ich die noch suchen. Gezielt. Ja, die haben mich aus den Augen verloren, geil. Ist ja noch besser. So, wieder da zurück. Hier ist doch bestimmt irgendwo ein Krog. Warte mal, da ist noch ein Felsen, den ich zerstören kann auf jeden Fall. Ist nur Steinsalz drin, leider. Da kann man hochklettern, ne? Da glaube ich irgendwie, dass da oben Krog sein könnte. Da war hier mal ein Stall. Der kaputt gegangen ist. Das sieht nämlich aus wie so ein Pferdekopf von einem Stall. Aber, ne, hier ist auch nichts, schade. Ja, man kann ja nicht immer Glück haben mit dem Krog. Gehen wir einfach weiter, was ist denn hier? Ach, einfach eine Zielscheibe. Das wird wahrscheinlich auch vom Stall irgendwelche Teile sein oder so. Hier ist ordentlich was im Arsch gegangen, würde ich sagen. Oh je. Oh je, Alter, sieht das krass aus. Hören die auch irgendwann wieder auf, runterzufallen oder? Komm, ich glaube einfach weiter. Okay, die fallen eine Zeit lang runter und dann kann man weitergehen. Der Steckste, die verschwindet irgendwann leider. Die hat mich schon gesehen. Ich glaube, ich habe gerade das Schild verpasst. Ich glaube, wir sind nämlich schon in Goronia. Sieht gut aus, ja. Wenn jetzt schon der Titan kommt. Da hinten läuft er am Vulkan entlang. Die Pfoten brennen. Wie Hulle. Das ist Varudania. Der Titan der. Der Titan der Goronia, genau. Der Name ist halt eine Anspielung auf den Goron Darunia aus Ocarina of Time.
Also bis auf Vamedo sind auch alle Anspielungen der Titanen, also der Namen auf Charaktere aus Ocarina of Time. Macht ja, ist ja logisch, Ohren, die gab es in Ocarina of Time nicht, da muss das im anderen Spiel kommen. Und die hätten auch eigentlich kein anderes Volk mehr nehmen können, das es halt in Ocarina of Time gab. So wirklich. Grudosoras und Gorona, gut, Gokiri hätten die nehmen können. Gut. Aber das hätte keinen Sinn gemacht, glaube ich. So, wir sind in Gorona hier angekommen. Das war schon direkt die erste Gorona wieder. Willkommen, Edler Link. Hä? Der kennt meinen Namen. Sag mir lieber, ob du die Lavabrocken eben gut überstanden hast. Wenn dieser Lavabrocken kommen, kommen noch Besucher hier lang. Mir ist so langweilig, dass ich jeden so begrüße, als wäre er einer der legendären Recken. Ach so. Link war der Hylianer, der vor 100 Jahren gemeinsam mit unserem Recken, dem legendären Darok, gekämpft hat. Wenn du mehr darüber wissen willst, möchtest, frag doch den Chef ganz hinten in der Stadt. Zudem möchten wir auch, denn fällt mir jetzt das auch auf, dass ich ja hier gar nicht mehr die Hauptaufgabe ausgerüstet habe. Die vier Titanen. Der ist nämlich direkt blockiert. Ja, die Mucke hier, ne? In Goronia. Hä, hey, wir haben hier einen Eisenhammer. Die konnte nicht wegrennen, die Löschechse. Ah, gut, habe ich schon fotografiert, ich war mir nicht sicher. Was haben wir denn hier? Wir trainieren an den Schneidklippen im Norden des Todesbergs. Wenn ihr zusehen wollt, kommt zu den Schneidklippen. Gezeichnet Barket, Hirn und Kavita. Ah, okay, also der Laden ist ja echt zu. Quatsch, der Laden, diese Hütte ist echt verlassen. Ist aber schon cool, wie die Goronen hier leben im Breath of the Wild. Goronia war ja früher quasi so eine Art Höhle, da waren ja alle innen drin. Mittlerweile leben sie alle draußen. Weil das haben sie auch schon in Twilight Princess. Ist ja nichts Neues an sich. Da war es ja auch so eine Art Mine. Was ich sehr cool fand, muss ich sagen. Ich finde das auch hier sehr cool wieder. Na gut, dann gehen wir zum Chef. Warum jetzt unnötig Zeit verplempern hier? Ist er das hier? Ich denke schon, da ist auf jeden Fall der Zielmarker. Und mit der Augenklappe sieht er schon aus wie ein Chef, ne? Und mit dem Bart. Sei verflucht, Rudania! Was ist los? Seit Rudania sich hier herumtreibt, ist es mit den Ausbrüchen des Todesberges schlimmer geworden. Rudania ist dieser Blechhaufen da oben auf dem Berg. Schön und gut, dass er uns angeblich vor 100 Jahren beschützt haben soll, aber jetzt... Jetzt bedroht er unsere Minen und wir können nicht richtig arbeiten. Das ist mies fürs Geschäft. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft wir ihn schon mit den Kanonen zurück in den Krater gescheucht haben. Aber er kommt immer zurück. Oh, da sind ein paar Knochen oder ein paar Kiesel gebrochen. Oh, au, au, au. Ist alles in Ordnung mit dir? Ach, ich habe nur Rückenschmerzen. Aber wer bist du eigentlich? Ich bin ein Reisender, habe ich den anderen auch schon erzählt. Aha, du bist also den ganzen Weg gekommen, um mir deinen Respekt zu erweisen? Ich bin Bludo. Bludo, Chef der Goronen, der so furchteinflößend ist, dass er weinende Kinder mit einem Blick zum Schweigen bringt. Ich wollte Rudania wie immer vertreiben, aber ich habe dieses Ziehen im Rücken. Dieser Yunobo, der soll sich mal beeilen. Wer ist denn Yunobo? Der junge Yunobo gibt mir bei Rudania ein bisschen zur Hand. Er sollte in der Nordmine ein Mittel gegen meine Rückenschmerzen besorgen, aber er ist noch nicht zurück. Typisch. Bestimmt trödelt er irgendwo herum. Wenn du Yunobo siehst, sag ihm, dass ich ihn suche. Das kann ich gerne machen, aber ich wollte einmal hier nach dem Laden Ausschau halten. So, Hauptziel Feuertitan war Rudania. Haben wir freigeschaltet. Okay, hier ist der Krämerladen. Wir haben hier noch Feuerpfeiler, wir haben schon fotografiert. Eispfeiler auch. Ist das Goronengewürz? Geil, da nehme ich mir direkt zwei von mit. Denn damit kann ich dann... Ah ne, bevor ich jetzt mich hier wegteleportiere, wo ist der Schrein? Hier ist irgendwo ein Schrein. Sonst komme ich nämlich nicht mehr wieder hier hin. Da oben ist der, glaube ich, ne? Ich glaube, ich muss ganz nach oben laufen, genau. Gehen wir doch mal da eben hin und dann kann ich mich nämlich eben zum Stall der Orni teleportieren. Da wollte nämlich einer Goronengewürz haben. Na, wer bist du denn? Ah, ein Hylianer! Was machst du denn hier? In dieser Richtung gibt es nichts außer einer verlassenen Mine. Da treiben sich Monster rum, das ist gefährlich. Ich suche den Schrein, Mann, wo ist der hier? Da ist er doch. Ach, kann man nicht kaputt machen, die Kisten hier? Okay.
Der ist auch schon wieder ein bisschen abgelegen hier, der Schrein, aber es macht nichts. Shimu-Itose-Schrein. Eigentlich genauso wie ein Kakariko, auch auf dem Berg hier quasi drauf. Auf der Erhöhung. Ist ja in Ordnung, da kann man schnell mal runterfliegen zum Dorf, wo man hin will. So. Der 49. Schrein, ich muss noch die Statue hier finden, die Statue der Göttin. Das ist ja geil. Da kann ich nämlich mal ein paar Dinge einlösen. Schwankendes Feuer. Was ich jetzt hier machen? Das da runterschießen oder was? Aha, okay. Ah, ich sehe schon. Okay, ja, dann schießen wir es runter einfach. Mit einem gewöhnlichen Pfeil. Hä? Hab ich das Ding getroffen und nicht das Seil oder wie? Runter mit dir. So. Geht doch. Ich doch einfach direkt mit dem. Mit der Fackel. Ne, mit der Fackel nicht, ist keine Dings. Nichts zum Anzünden gewesen. Aber mit dem Feuerschwert hätte ich das jetzt auch einfach auch anzünden können, theoretisch, denke ich mal. Jetzt kann ich mit der Fackel hier ran. Eigentlich wollte ich den Boden anzünden. Aber gut. Genau so. Ey! Das war selbst angezündet, alles klar. So, aufmachen da, was da drin, der Felsenspalter. Schwert aus einem speziellen Metall, das nur in der Nähe von Goronia abgebaut wird. Der Schwerpunkt ist in der Spitze, wodurch es beim Schwingen großen Wucht aufbringt. Okay, kommt der Steinspalter weg. Ich glaube, der Felsenspalter ist wieder dazu da, um später... Verdammt, welchen hatte ich denn benutzt bisher? Man sieht es leider nicht. Ja, dann schmeiß ich den hier weg. Ist jetzt auch egal, dann... Aber ich glaube, der Felsenspalter ist dazu da, um quasi dann die Waffe des Drecken nochmal neu... zu schmieden, sag ich jetzt mal. Was muss ich jetzt hier machen? Ach, da ist ein Wächter da hinten. Zwei sogar, ey. Drei! So, ich kämpfe erstmal mit der Fackel. Alles klar. Ja, komm, ist gut jetzt. Ihr Mistviecher. Ey! Ich hab die alle fotografiert, alles gut. Alter, das gibt's doch nicht, die nerven mich gerade zu dritt, ne? Ziemlich. So, eins, zwei weg. Oh, verdammt, zu früh. Tschüss, Mann. Wächterschwert. Oh, das würde ich gerne mitnehmen, tatsächlich. Mal wieder. Ein Rhodonit, ein Edelstein wieder da. Geil. Ich werde, glaube ich, hier richtig reich. Wie viele Edelsteine habe ich davon? Davon habe ich 9. Okay, so reich werde ich gar nicht. Ich brauche mehr Edelsteine. Ich weiß nicht, ob es bei denen auch so krass war mit 10 Stück auf einmal. Aber ich habe irgendwie im Kopf, dass man immer 10 zusammen verkaufen muss, damit man da richtig Asche macht. Und ich habe halt keine 10 von denen. Oh Mann. Also auf jeden Fall lasse ich jetzt hier die Waffe fallen, die ich jetzt gerade ausgerüstet habe. Ich nehme das Wächterschwert mit. Ich auch fotografiert, perfekt, mehr brauche ich da nicht. Habe ich denn hier schon alle Truhen? Wartet mal. Such mal danach genau. Ne, ich habe noch nicht alle. Was ist denn hier jetzt noch? Ach du Scheiße. Ich muss die Kugel da irgendwie kriegen, die da oben ist. Ah, hier ist noch eine Truhe. Wie komme ich denn da hin? Von weiter oben oder wie? Das ist die magnetisch, wartet mal. Ne, die ist nicht magnetisch. Achso, das Gitter muss aufgehen. Alles klar. Alles klar, ich dachte schon. Ach, hier ist auch noch eine. Kann ich so mitnehmen? 10 Eispfeile, geil. Da fällt mir ein, ich muss doch den Magma-Rock markieren. Auf der Karte, ich weiß ja noch, wo der ungefähr war.
Hier komme ich auch nicht durch, ne? Hier brauche ich den Schlüssel. Okay, dann weiß ich, was ich machen muss. Ich brauche kein Feuerfall für. Ich kann einfach so hier reinlegen. Da muss ich hier, glaube ich, mich draufstellen, ne? Ach so. Ich hier drauf, okay. Wo ist denn die Kugel hin? So, hier kann ich durch. Ach so, ich muss das nur zum Drehen bringen, alles klar. Ist ja echt ein geiler Schrein. Ist doch schon Dungeon, wo es gar keiner ist. Kleiner Schlüssel, jawohl. Und damit bin ich durch, würde ich sagen. Mit dem Schrein. Oder? Ey, hier kommt noch was, wartet mal. Ist doch immer noch nicht fertig. Da muss ich auch noch durch. Ah, ach, hier war auch schon eine Fackel, alles klar. Warte mal, richtig gucken. Hehe, geschafft. Ich glaube, ich hätte den Pfeil nochmal aufheben können, ganz kurz. Auch nur ganz kurz. Jetzt bin ich durch. Yes! Ich hab's auch so gemacht, wie ich es machen müsste, wenn ich keine Feuerwaffen hätte. Ich hätte jetzt Feuerpfeile benutzen können, klar, aber die wollte ich jetzt nicht verschwenden dafür. Warum nicht so, ne? Warum nicht auf die herkömmliche Art und Weise? Ach nee, brauche ich gar nicht öffnen so. 13 Zeichen der Bewährung haben wir schon wieder. Finde ich super. So. Komm mal weiter hier, Ladebildschirm, der juckt mich gerade nicht. Nicht so wirklich. Da könnte ich mir eigentlich auch mal künftig angewöhnen, dass ich die einfach rausschneide. Wenn ich da nicht so viel laber selber. So, jetzt das Goron-Gewürz. Ich habe da zwei von gekauft, ne? Oder? Machen wir es denn da, genau. Dann teleportiere ich mich einmal hier zum Stall der Orni. Ne, das war nicht hier, das war... Ach so, warte mal, Stall der Orni ist schlecht. Komm, von da aus dann. Von Vamedo aus da runterfliegen, runtergleiten. Da muss doch auch noch ein Schrein in der Nähe sein, oder? Also näher dran. Eigentlich, zumindest würde ich das jetzt mal erwarten, aber da sind ja genug Schreine unten drumherum. Das ist das Problem. Ja, was soll's. Ich will jetzt nur noch das Goron-Gewürz abgeben oder muss ich da auch sogar kochen? Boah, das ist mir jetzt richtig egal, dass es hier so kalt ist, ne? Wo ist denn das? Wo ist denn jetzt der Stall? Da unten. Ne, da ist der Schrein. Da ist der Stall. Ja, ich weiß, dass ich Schaden krieg. So, ab nach unten hier, so, ist schon wieder wärmer. Perfekt. Schatztruhe in der Nähe, wo denn? Da irgendwo. Aber ich sehe hier auch keinen Schrein hier oben irgendwo, ne? Dass man direkt beim Stall wäre. Na gut, muss ja auch nicht sein. So. Da bin ich wieder, Orni. Gesane. War nur ein kurzer Abstecher hier hin eben. Wegen der Nebenaufgabe, die ich hier habe. Für ihn hier für den Curryreis. Was denn? Du hast wirklich etwas Goron-Gewürz gefunden? Wo hast du es? Darf ich mal sehen? Oh, das ist genau das, woran ich gesucht habe. Echtes Goron-Gewürz. Reisender, könnte ich dich dazu überreden, mir das Goron-Gewürz für 50 Rubine zu überlassen? Na klar doch. Ich danke dir. Mit Goron-Gewürz und Hyrule-Reis koche ich schon schön würzigen Curryreis. Der wärmt Körper und Geist. Hier bitte, 50 Rubine. Hab ich sogar Gewinn gemacht, ne? Ich glaube, ich habe 16 gezahlt und 50 gekriegt. Wenn du wieder das Goron-Gewürz findest, wirst du es mir geben. Nächstes Mal bekommst du Hyrule-Reis dafür.
Probier doch mal Hygron-Gewürz und Heilgut-Reis mit anderen Zutaten zu mischen. Auf diese Weise erhält man verschiedene Arten von Curryreis. Das ist geil. So, da ist die Nebenaufgabe auch geschafft. So, ich soll mal schnell zurück zu den Goronen. Auf geht's, Link. So, und da sind wir schon. So, alles klar, Leute. Aber ich würde sagen, ich beende die Folge an der Stelle auch schon. Sind schon wieder knapp drüber, über die eigentlichen Zeit, die ich mir vorgenommen habe. Deswegen danke ich euch fürs Einschalten, fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Lasst doch ein Like und ein Abo da, würde ich mich sehr darüber freuen. Und genießt den restlichen Tag. Bis dahin. Tschö mit Ö. Euer Basukasu.